sind in Banff angekommen und jetzt treffe ich mich mit zwei Creatoren, die hier Locals sind. Mit den beiden habe ich mich über Instagram verabredet. Finde ich immer eine coole Möglichkeit, um mit Leuten vor Ort zu connecten. Und ich bin super gespannt, die beiden kennenzulernen. Dusty und Victor, kommt einfach mit. Wir treffen sie jetzt. Unserer Wanderung heute angekommen und treffen jetzt die letzten Vorkehrungen, um hoch zu wandern auf dem Berg. Wird, glaube ich, recht spektakulär. Wetter sieht gut aus. Sehr, sehr schön. Let's go. Ganz schön steile Geschichte hier. Aber schön. Yes, Leute, ich sag's euch ehrlich, ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass wir es schaffen, aber kurz vor Sonnenuntergang, oben auf Peak, einfach nur unglaublich. So, Session zu Ende. Wie ihr sehen könnt, ist es schon fast dunkel und jetzt heißt es wieder 3 Stunden bergab. Das wird auch nochmal abenteuerlich, aber es hat sich mega gelohnt. Einfach nur mega. What do you guys say? Absolutely wild. Let's go. Let's go.
Leute, was soll man sagen? Das ist so ein Sonnenaufgang. Wirklich unbeschreiblich. Da kriegst du eine Gänsehaut, weil es einfach so krass ist. Puh, Wahnsinn. Hier in Jasper irgendwie kein so Glück mit dem Wetter leider, aber so ist es halt. Kann auch einfach nur grau sein. Ich bin jetzt schon einige Tage mit der Z8 unterwegs und dachte mir, es ist an der Zeit, euch mal meine drei liebsten Features der Kamera vorzustellen. Ich liebe das Display der Z8. Es ist schwenkbar in Hochformat, Querformat und ermöglicht so ein angenehmes Arbeiten in ungewöhnlichen Perspektiven. RAW-Aufnahmen die Sekunde ermöglicht es, jeden Moment, den man einfangen muss, auch wirklich einzufangen. Ich persönlich nutze die Funktion extrem gerne, um meine kleinen Wiggles zu gestalten, das heißt kleine Kreisbewegungen um Objekte. Die bodyinterne Stabilisierung von der Z8 ist auch extrem hilfreich, wie ich hier zum Beispiel Wasserfälle fotografiere mit relativ langen Verschlusszeiten und einfach gar nicht darauf angewiesen bin, erstmal umständlich ein Stativ aufzubauen. Wie ihr sehen könnt, der letzte Sonnenaufgang hat sich noch mal richtig gelohnt. Das bisschen spätere Sonnenaufgangslicht, was jetzt gerade hinter mir hier reinkommt, erleuchtet diese Insel hier wunderbar und ist, glaube ich, hier in Jasper gerade so das beste Motiv, was mir gelungen ist. Ja, an der Stelle verabschiede ich mich schon wieder von euch. Das war meine kleine Reisedokumentation hier in den kanadischen Rockies. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere für euch mitnehmen, die eine oder andere Inspiration, sei es für zur Reise oder zum Fotografieren. Und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut!